Warte mal. Jürgen Drews, wir versuchen mit Jürgen Drews ein Interview zu bekommen, Teil 2. Kannst du mir irgendwie helfen? Du bist vom Fight Club, Alter. Kannst du uns hier ein bisschen... Soll ich ihn da holen gehen? Ja. Zerteil das mal ein bisschen. Ja, mach ich. Alter, komm gut nach Hause. Wir sehen uns Donnerstag. Donnerstag in der Mega Arena auf Mallorca. Und ich bin immer noch auf der Suche, bin ich ja nicht, weil er steht ja hier drüben. Komm mal mit. Aber jetzt natürlich, jetzt ist der RTL drauf. Wenn der RTL drauf ist, dann... wird es noch schwieriger. Man muss ja auch aufpassen, man darf auf so einen König auch nicht direkt zugehen. Man muss so Wege finden, weißt du? Man geht links, man geht rechts, man bleibt kurz stehen. Man sieht komisch aus. Ist halt so. Aber wenn ich mit ihm vielleicht ein bisschen Augenkontakt machen kann. So? Augenkontakt? Nee, aber ja, ich sehe ihn. Wenn er mich sieht. Habe ich vielleicht Chancen? Aber fragen wir ihn mal. Sag mal, wie sieht das eigentlich aus? Hast du Connections zum König? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Hast du schon mit ihm ein kurzes Wort mal gewechselt? Nein, auch nicht. Also du kannst mir jetzt nicht helfen, dass ich irgendwie ein Interview mit ihm machen kann? Nein, leider nicht. Schade, aber du siehst so aus mit der 58 und der Security hätte ich mir gedacht, du bist der Mann der Männer heute für mich. Nein, ist nur Aushilfe. Aber einen schönen Tag noch, ne? Bitteschön. Und immer alles sicher? Yes. So. Ja, es ist schwer. Es ist RTL, Vox und NTV gleichzeitig drauf. Es ist einfach schwierig. Da. Egal wo man ist, ist einfach schwierig auch. In unserer oberflächlichen TV-Welt zählt es nicht mehr, von wo man kommt und ob man hausintern ein Video dreht. Ne? Das ist, wenn der König Interviews gibt, das kann lange dauern. Ne? Das kann sehr, sehr lange dauern. Der König hat immer viel Zeit. Mann, wir haben ja keine Zeit auch. Aber das Wetter ist wieder schön, ne? Gott sei Dank, es ist schön warm, schön sommerlich, super. Das sind Impressionen hier von Oberhausen Ole, einer der geilsten Partys auf diesem Planeten. Ne? Ja, genau. Ja. Finde ich. Auch. So, ich glaube, der König kommt jetzt langsam weg. Ich glaube, wir müssen bald in den Teil 3 rübergehen. Aber da hinten wartet noch einer mit Mikro.